Kekulenand. Eigentlich ist es nicht so lange her, dass ich das letzte Mal einen Vortrag hier in Essen gehalten habe. Ich gehe davon aus, dass einige von euch hier mit dem Dharma vertraut oder sehr vertraut sind und einige nicht so vertraut, beziehungsweise sehr wenig oder kaum was über Buddhismus wissen. Und ich werde versuchen, euch allen gerecht zu sein und hoffe, dass ich nicht sozusagen hoffnungslos daneben schlage. Wir werden sehen. Mein Titel ist Buddhismus und Terrorismus. Gibt es den gerechten Krieg? Und vor genau einem Jahr, wie vermutlich ihr alle wisst, am 11. September 2001, gab es diesen jetzt berühmten Terroranschlag. An jenem Tag habe ich nicht ferngesehen, ich habe kein Radio angehört, ich habe keine Zeitung gelesen. Das war nicht eine Handlung des politischen Protestes. Ich hatte keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung, was los war. Ich war im spanischen Gebirge in einem Retreat-Zentrum. Ich war schon einen Monat lang, oder knapp einen Monat, auf Retreat gewesen. Ein Retreat mit viel Meditation und Studium des Dharma, des Buddhismus. Und erst 2,5 Wochen später habe ich überhaupt von diesem Terroranschlag gehört. Auf dem Rückweg nach Essen für eine kurze Unterbrechung in diesem Retreat. Also ist es mir gespart geblieben, die Sinnesbombardierung über die verschiedenen Medien, die mit diesem Ereignis zusammenhing. Und manche Buddhisten spürten wirklich ein Bedürfnis, oder vielleicht haben sie es als eine Pflicht erlebt, ein Statement darüber zu machen. Ich erlebe es immer noch nicht als meine Pflicht, und ich spüre überhaupt kein Bedürfnis, ein Statement über die Ereignisse von vor einem Jahr von mir zu geben. Und das ist also nicht, was ich heute Abend tun möchte. So, der Rat der Deutschen Buddhistischen Union hat ein Statement gemacht. Der Dalai Lama hat etwas gesagt. Und die Vorsitzenden der amerikanischen Zentren der FWO haben auch ein Statement von sich gegeben. Wie gesagt, habe ich nicht vor, das nachzuholen. Sondern heute Abend, was ich erörtern möchte, ist eine Frage. Wie kann ein Buddhist auf Terrorismus antworten? Oder wie soll ein praktizierender Buddhist auf diesen Terrorismus bzw. auf diesen Terror antworten? Also, wenn man will, eine praktische Frage, die aber auf der Grundlage von buddhistischen Werten zu beantworten ist. Und der Kontext ist, dass vermutlich wir alle oder fast alle wahlberechtigte Bürger demokratischer Staaten sind. Vor ungefähr einer Stunde habe ich mich mit Alexander Ortleb ausgetauscht. Wir sind beide wahlberechtigte Bürger demokratischer Staaten, haben aber nie gewählt, weil wir nie in unserem Heimatland gelebt haben, seitdem wir mündige Bürger waren. Aber das Prinzip gilt trotzdem. Und das heißt, wir haben etwas politische Macht, auch wenn sehr, sehr wenig. Wir haben etwas Einfluss. Unsere Ansichten haben doch ein bisschen Einfluss. Und das bedeutet, was wir denken und wie wir handeln in Bezug auf Antworten, Reaktionen auf Terror und Terrorismus und Antiterrormaßnahmen, hat doch etwas zu bedeuten. Bis jetzt habe ich, könnte man sagen, 3 buddhistische oder quasi-buddhistische Antworten gelesen oder Reaktionen gelesen. Und die sind von einem Ordensbruder, Loke Bandhu, finde ich, gut zusammengefasst. Und wie er diese 3 formuliert sind: Es scheint so zu sein, dass wir es als Buddhisten nicht leicht finden, eine klare Position zu solchen Ereignissen einzunehmen. Aber wir kommen nicht darum herum. Nicht zu handeln ist schließlich auch eine Form des Handelns. Das möchte ich betonen, weil es so wichtig für den Buddhismus ist. Nicht zu handeln ist schließlich auch eine Form des Handelns. Zweite Bemerkung, es ist sehr wichtig, auch wenn man nicht ein Buddhist ist. Handelt es sich hier also um einen klaren Fall, bei dem der Machtmodus, zu dem ich nachher mehr sagen werde, eingesetzt werden muss, der dabei aber dem Liebesmodus untergeordnet sein muss? 2 extreme Antworten darauf scheinen zu sein.
Erstens, es ist schrecklich und ich wünschte, es wäre nicht geschehen. Also, wir dürfen deswegen niemanden bombardieren, denn jegliche Gewalt ist völlig falsch. Zwei, geh und schnapp ihn, dear George. Drei, der mittlere Weg dazwischen scheint mir zu sein, dass man bereit sein muss, mit Gewalt zu antworten, wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die ihrerseits extreme Gewalt einsetzen. Aber dabei darf man nie von Hass getrieben sein, sondern ausschließlich von dem Wunsch nach Frieden. Ich möchte diese drei Antworten kurz anschauen. Die erste Antwort ist mehr oder weniger die pazifistische Antwort. Mit dem Schlussnebensatz, jegliche Gewalt ist völlig falsch. Die pazifistische Antwort. Negativ formuliert das traditionelle buddhistische Wert von Ahimsa. Nicht-Gewalt, Friedfertigkeit, Gewaltlosigkeit. Oder positiv formuliert Maitri oder Metta, liebevolle Güte, Freundlichkeit, allgegenwärtige Liebe. Kein Hass, auf keinen Fall Hass. Aber meine Frage zu denjenigen, die glauben, dass das die Antwort ist, ist dies überhaupt eine Lösung? Genügt dies als eine Antwort auf Terror oder Gewalt? Die zweite Position, geh und schnapp ihn, dear George, gewissermaßen bedeutet, man glaubt, man muss die antidharmischen Kräfte, die extrem negativen Kräfte mit Gewalt und Krieg bändigen. Und implizit ist es einem egal, oder man nimmt es in Kauf, dass Hass entstehen wird. Und man tut das, um eine bessere Welt zu schaffen. In gewissem Maße könnte man behaupten, dass das die Einstellung der Gegner des Hitler-Deutschlands waren. Es ist eine Antwort. Aber ist diese Antwort überhaupt buddhistisch? Und drittens, was Lokobandhu den mittleren Weg nennt. Widerstrebend Gewalt gegen diejenigen einsetzen, die nicht bereit sind, auf Vernunft oder Metta, liebevolle Güte, Positivität zu antworten. Aber ohne Hass. Das findet man eigentlich viel mehr im Hinduismus. Ich habe ein Zitat aus einem Hindu-Kommentar zum 11. September von einem westlichen Hindu. Und er bezieht sich auf Krishna, auf den hinduistischen Gott Krishna. Krishna war kein romantischer Pazifist, der im Interesse eines abstrakten, wenn auch noblen Prinzips dem Bösen erlaubt hätte, das Gute zu erobern. Wenn die moralische oder spirituelle Ordnung auf dem Spiel steht, müssen wir aktiv gegen die Kräfte angehen, die versuchen, sie zu zerstören. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Krishna sogar einen Krieg geduldet, obgleich es sich um einen Krieg handelte, der nicht aus Hass und egoistischen Gründen geführt wurde. Der nicht aus Hass und egoistischen Gründen geführt wurde. Also ohne Hass. Und meine Frage hierzu ist dies überhaupt möglich? Ich möchte eigentlich wirklich nur über diese Antworten 1 und 3 sprechen. Ich glaube, 2, sozusagen Blankoscheck für Gewalt, ist ziemlich irrelevant vom buddhistischen Standpunkt her. Also wirklich 1 und 3, wenn man will, die rein pazifistische Lösung und die widerstrebend moderat Gewalt einsetzen lösen. Und diese Diskussion, glaube ich, muss hauptsächlich, wenn es geht, ausschließlich durch die Linse der buddhistischen Ethik stattfinden. Und deshalb will ich die Sprache, will ich den Diskurs buddhistisch halten, soweit das überhaupt geht. Das bedeutet, dass manche westliche Werte ich überhaupt nicht selbstverständlich annehmen werde. Werte wie Menschenrechte, Menschenrechtsverletzungen, Freiheit, Demokratie, in gewissem Maße sind solche Begriffe für die folgende Diskussion irrelevant. Irrelevant vom Standpunkt der buddhistischen Ethik.
Also ich glaube, ich muss etwas Grundsätzliches zur Ethik erst sagen. Für viele von euch ist es eine Vertiefung oder mindestens eine wertvolle Erinnerung an etwas Kostbares und Wundervolles, die Ethik der Buddha-Lehre. Und für manche eine Einführung, die notwendig ist, um diese Diskussion zu verstehen. Also, warum Ethik? Warum überhaupt Ethik im Buddhismus? Und die Antwort sehr schlicht ist, weil sie zum Ziel des Buddhismus führt, weil sie notwendig ist, um das Ziel von Bodhi, von Buddhaschaft, von Erleuchtung oder Erwachen zu erlangen. Und dieses Ziel, obwohl traditionell undefinierbar, unbeschreibbar, wird angedeutet, wird grob beschrieben. Negativ, Freiheit von Leid. Das Löschen von jeglicher Form von Leid. Positiv, als Sukha oder Mahasukha, das große Glück, die große Wonne. Oder dreifach, als vollkommene Weisheit, grenzenloses Mitgefühl und unerschöpfliche Tatkraft. Oder als Freiheit bzw. Befreiung. Freiheit, Befreiung nicht in einem politischen Sinn, sondern Freiheit des Geistes. Oder das Ziel wird bildhaft angedeutet durch Bilder wie die kühle Höhle. Wenn man dieses Ziel, dieses nicht zu greifende Ziel akzeptiert, dann hat das Konsequenzen. Also wenn du ein Ziel wirklich akzeptierst, bedeutet es, du willst dieses Ziel erreichen. Sonst ist es kein Ziel für dich, du hast das Ziel nicht akzeptiert. Akzeptierst du das Ziel, dann erkennst du, dass es nötig ist, Weisheit zu erlangen, Weisheit im buddhistischen Sinne. Es gibt viele Arten, Weisheit zu beschreiben, und eine zum Beispiel, die Ich-Wahn durchzuschauen. Also die Idee, dass man einen festen Kern zur Persönlichkeit hat, eine ewige Seele, einen echten Selbst, sowas ähnliches, dass man wirklich erlebt, das gibt es nicht. Es ist nur ein Prozess. So eine Erkenntnis setzt Meditation voraus. Meditation, Shamatha, Dhyana, Meditation im Sinne von sehr tiefer Versenkung, Sammlung, von kontinuierlicher Aufmerksamkeit und kontinuierlicher Positivität. Und was aber ist die Voraussetzung für Meditation? Welche die Voraussetzung für Weisheit ist, die mehr oder weniger mit dem Ziel gleichzusetzen ist. Und die Voraussetzung für Meditation ist Ethik. Wieso? Warum? Es gibt verschiedene Antworten. Vom buddhistischen Standpunkt her, eine Antwort, für manche Buddhisten genügend ist, ja, der Buddha hat es aus seiner Erfahrung gesagt und muss ethisch sein, wenn man wirklich tief meditieren will. Es gibt aber andere Antworten. Wenn du meditieren willst, ist Sammlung, ist Konzentration eine große Aufgabe bzw. das Problem. Und wenn dein Gewissen geplagt ist von deiner Vergangenheit, wird es sehr schwer zu sein, sehr schwer zu meditieren. Also ein klares Gewissen durch reine Ethik. Weiterhin, ethisch zu leben, bedeutet im Einklang mit dem Kosmos zu leben oder mindestens mehr im Einklang mit der Realität zu sein. Es bedeutet, wie ein Buddha zu leben, wie ein Buddha sich natürlich benehmen würde. Vielleicht für unsere Zwecke ist es aber nützlicher zu sehen, dass Ethik darin besteht, sozusagen, aus Achtsamkeit und Metta oder liebevolle Güte. Da können wir sagen, sind die zwei hauptpositiven Elemente von Ethik. Der Versuch, immer achtsam zu sein und das in den Lebensbereichen umzusetzen und nicht eine kalte Achtsamkeit, sondern eine Achtsamkeit, die durch und durch von Metta, von emotionaler Positivität gefärbt und informiert ist. Und das bedeutet, man trainiert im Alltag. Indem wir versuchen, ethisch zu leben, achtsam und positiv zu leben, trainieren wir uns im Alltag. Wir schaffen eine breite Grundlage für das spirituelle Leben. Wenn man will, ist dies das extensive Training. Meditation ist sozusagen die intensive Training.
Ethik geht in die Breite, Meditation geht in die Tiefe. In gewissem Maße, was man in Meditation macht, ist genau dasselbe wie in der Ethik, achtsam und positiv, aber konzentriert, verdichtet, wenn man will. Deshalb, indem man Ethik übt, baut man die notwendige Grundlage für Meditation im Alltag auf. Also, im Buddhismus ist Ethik ein Instrument. Es ist ein Mittel, es ist kein Selbstzweck. Man kann es vielleicht noch von einem anderen Standpunkt her beschreiben, und zwar, diejenigen, die meditieren, wissen bestimmt, dass es Hindernisse in der Meditation gibt, Probleme, die es verhindern, dass man sich sammelt, die sogenannten fünf Hindernisse. Es ist eine hoffnungslose Aufgabe, nur in der Meditation diese Hindernisse zu bekämpfen, nur für, was weiß ich, eine Stunde am Tag die Hindernisse zu bekämpfen, während du 23 Stunden am Tag die Hindernisse pflegst, indem du unethisch lebst. Also wenn du versuchst, auf dem Kissen frei von Gier und Hass zu kommen, aber sonst im Alltag sich dem Gier und Hass übergibst, indem du einfach so, in Anführungszeichen, spontan lebst, was für eine Hoffnung hast du in der Meditation, wenn du dich hinsetzt? Vielleicht klingt es einigen Leuten völlig unnötig, dass man so einen langen Exkurs macht, warum Ethik? Weil vielleicht haben einige die Idee, also selbstverständlich, dass man ethisch sein soll, selbstverständlich gewaltlos. Bitte schön, ich glaube, dass es nicht so selbstverständlich ist. Und ich glaube, vom buddhistischen Standpunkt her soll man solche Sachen nicht als selbstverständlich annehmen, sondern immer wieder hinterfragen, warum? Was bringt es? Nicht in einem zerstörerischen Sinn, sondern um wirklich nachzuprüfen, weil unter anderem man dadurch viel mehr versteht, warum man das macht, was man glaubt und was man macht. Also woraus dann besteht diese buddhistische Ethik? Erstens, was man sehr stark betonen muss, es ruht auf dem eigentlichen Willen. Ein Beispiel. Viele von uns sitzen auf Stühlen hier. Stellt euch vor, irgendjemand kommt und steht direkt vor mir. Wenn ich die Person trete, normalerweise ist das ein willentlicher Akt. Das ist eine ethische oder unethische Handlung, meine Seite. Wenn irgendjemand mit einem Hammer hier auf meinen Reflexpunkt schlägt und der Fuß hochkommt, das hat gar nichts mit meinem Willen zu tun. Es ist keine ethische Handlung, meine Seite. Was es mit der Person zu tun hat, der den Hammer angesetzt hat, ist eine andere Frage. Aber von mir aus gesehen, das ist keine Handlung, die mit Ethik zu tun hat. Also der Wille spielt eine Rolle. Nicht notwendigerweise, dass der Geist klar und bewusst sein kann. Ein betrunkener Fahrer begeht ethische bzw. unethische Handlungen. Er hat Entscheidungen gefällt, auch wenn er nicht klar denken kann, auch wenn er benommen ist, auch wenn er sich an nichts erinnern kann. Das ist trotzdem eine willentliche Handlung. Und daraus folgt, damit eng verbunden, ist es eine Ethik der Absichten. Also die Absichten in unseren Gedanken und Emotionen sind die ausschlaggebenden Faktoren. Wenn wir aus unheilsamen, ungekonnten Geisteszuständen handeln, ist das unheilsames Handeln. Wenn wir aus positiven, heilsamen, gekonnten Absichten und Geisteszuständen handeln, ist das heilsam, positives Handeln. Und solche Handlungsformen üben eine Rückkopplung auf den eigenen Geist aus. Handeln hat Folgen. Das heißt, wenn ich handle, es hat Folgen nicht nur für Kulanandi, für irgendjemand anderes, es hat Folgen auch für mich. Und damit meine ich nicht, dass andere Leute so Rache auf mich ausüben, sondern es hat Folgen auf meinen Geist. Ich form meinen Geist durch meine eigenen willentlichen Handlungen. Ein Beispiel, woran ich mich vor ein paar Tagen erinnert habe, kommt aus meiner Zeit in London. Ich lebte 11 Jahre in London, mehr oder weniger die 70er Jahre. Und ungefähr 1978 redete ich mit einem amerikanischen Freund, auch einem Buddhisten in London. Und damals waren die meisten Männer so im Vorrentenalter Kriegsveteranen. Und dieser Freund ist, glaube ich, viel sensibler als ich. Und er sagte, er konnte es wirklich merken in den Bussen in London, wo wir viel gefahren sind, ob es Männer waren, die im Krieg getötet hätten oder nicht. Die hatten sich selber was angetan, ihm nach, indem sie andere Menschen umgebracht haben,
Ich kann nicht sagen, dass ich sowas je gemerkt habe, aber in solchen Hinsichten bin ich überhaupt nicht so sensibel wie dieser Freund. Also in gewissem Maße behauptet er, er konnte sehen, wie ihre, diese schweren Handlungen auf ihren Geist zurückgewirkt hat, sodass ja, 30, 40 Jahre später das zu sehen war an ihnen. Ich habe von einer unheilsamen Tat töten gesprochen. Und die drei Wurzeln des Unheilsamen sind neurotische Gier, Hass im Sinne von Übelwollen und Verblendung, nicht sehen wollen. Und wenn eine Handlung aus diesen drei Wurzeln, aus einer dieser drei Wurzeln kommt, ist es negativ, unheilsam. Und umgekehrt, wenn du oder ich aus liebevoller Güte, Mitgefühl, aus Großzügigkeit, Freigebigkeit oder aus Geistesklarheit, aus rechten Anschauungen, rechten Ansichten handeln, dann ist das eine positive Tat. Also, um das buddhistische Ziel von Erleuchtung zu erlangen, muss man Weisheit entfalten oder das Äquivalent im Sinne von Mitgefühl. Dafür muss man Meditation pflegen. Nicht als ein Amateur, sondern in gewissem Maße als ein Profi, so ein Tour de France-Profi der Meditation. Und um das zu pflegen, muss man Ethik sehr ernst nehmen. Das heißt, Ethik ist letztendlich die Voraussetzung, der Grundstein für den Pfad und für das Ziel. Das heißt, zu lernen, nicht aus Gier, nicht aus Hass, nicht aus Verblendung zu handeln. Zu lernen, immer mehr und mehr aus Großzügigkeit, Liebe und Klarheit zu agieren. Aber wie stellt man fest, was in realen Situationen zu tun ist, weil diese Prinzipien sehr allgemein sind? Wie die meisten wissen, haben wir im Buddhismus ethische Vorsätze. Oder besser gesagt, wir haben Listen von ethischen Vorsätzen. 5, 8, 10, eigentlich 2 Zehnerreihen und mehr. Auch, wie die meisten wissen, sind diese nicht Gebote, nicht Verbote, nicht Regeln, sondern Beschreibungen der Art, wie ein vollkommen Erleuchteter natürlich und spontan handeln würde. Und wir bleiben ja etwas dahinter zurück, wenn wir versuchen, diese ethischen Vorsätze umzusetzen. Das heißt, wenn ich gebe, es kann gut sein, dass ein Teil von mir nicht ganz so großzügig ist, nicht ganz so großzügig wie ein Buddha, sondern ein Teil von mir klammert innerlich immer noch an dem, was ich an meinen Freund weitergebe. Und diese Vorsätze bieten uns Maßstäbe für den Alltag an, Maßstäbe für körperliche Handlungen, für meine Rede und für meine geistigen Taten, für meine Emotionen, meine Gedanken. Und sie beschreiben, also in der klassischen Form beschreiben sie negativ, also wie wir aus Gier, Hass und Verblendung agieren. Der wichtigste Vorsatz, sowohl an sich als auch für den heutigen Abend, der wichtigste Vorsatz ist der erste Vorsatz. Der erste Vorsatz, der auf Pali lautet, Panatipata Virimati Sikapadam Samadhiyami. Üblicherweise übersetzt als, ich unternehme das Trainingsprinzip, Töten zu unterlassen. Oder ich unternehme das Trainingsprinzip, aufzuhören, Leben zu nehmen. Ziemlich eindeutig. Normalerweise aber verstanden, breiter verstanden, und zwar jede Form von Gewalt zu unterlassen. Es ist aber sehr, sehr wichtig, die Kehrseite, die positive Seite zu sehen. Was wir jetzt in so vielen Worten, in diesen drei Sätzen beschrieben haben, ist Ahimsa, Gewaltlosigkeit, nicht Gewalt. Die positive Seite ist Metta oder Maitri, liebevolle Güte, liebevolle Freundlichkeit. Wenn man es nennen möchte, wie ich es gern habe, ist aktive Liebe. Und der positive Vorsatz lautet, mit Taten liebevolle Güte. Mit Taten liebevolle Güte. Also, warum dieser erste Vorsatz? Warum, wenn wir die negative Form annehmen, warum soll ich kein Lebewesen, warum soll ich keinen Menschen töten oder Gewalt anwenden? Es gibt verschiedene Erklärungen. 1.
Im Allgemeinen erklären die buddhistischen Schulen, dass wenn ich töte, ich werde aus Hass und ich werde aus Verblendung töten. Es wird behauptet, zum Beispiel in der Abhidharma, in den psychologischen Schriften der Theravada-Schule Südasiens, dass es unmöglich ist, ein Lebewesen zu töten, ohne aus Hass zu handeln. Auch wenn es Hass im letzten Augenblick ist, auch wenn ich nicht imstande bin, diesen Hass wahrzunehmen. Es gibt einen amerikanischen Roman aus dem Bürgerkrieg, The Red Badge of Courage, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, von Stephen Crane, sehr bekannt, auch verfilmt worden ein paar Mal. Und das Schlüsselerlebnis, das, was den Held ausmacht, ist, wenn er in Kontakt mit seinem Hass kommt, weil dann kann er wirklich ein Soldat werden. Also, die erste Antwort ist, dass auch wenn ich es nicht so haben will, auch wenn ich kein Interesse am Hass habe, wenn ich irgendjemanden umbringe, werde ich letztendlich aus Hass und aus Verblendung handeln. Und das schadet mir durch die ethischen Grundsätze, durch das Prinzip vom Karma im Buddhismus, wirkt das auf meinen Geist zurück und hindert mein Streben nach Erleuchtung. Also, schon aus selbstsüchtigen Motiven soll ich niemand anders töten. Zweitens, fast als Axiom, als vorausgesetzt, nimmt der Buddhismus an, dass für Menschen, für die meisten Lebewesen, das Leben selbst ist das größte, das höchste Gut. Das Leben selbst. Und des Lebens beraubt zu werden, ist dann die größte Übel. Und das ist, was ich jemand anders antue. Die größte Übel, wenn ich ihm sein Leben nehme. Im Dhammapada, in einem sehr alten buddhistischen Text, sagt der Buddha, alle Wesen zittern vor der Gewalt. Alle Wesen fürchten den Tod. Sieh dich selbst in anderen und töte nicht, verletze nicht. Alle Wesen zittern vor der Gewalt. Alle Wesen lieben das Leben. Sieh dich selbst in anderen und töte nicht, verletze nicht. Es gibt Stufen der Gewalt und Töten ist die extremste Form. Also was ist Gewalt? Also Sangharakshita, der Gründer dieser buddhistischen Bewegung, beschreibt Gewalt als so folgendermaßen. Wir tun jemandem etwas an, was ihm nicht gefällt, was er nicht will. Das heißt, mit unser Wille setzt sich durch gegenüber seinen Willen. Die Mittel brauchen nicht körperlich zu sein. Also gegen seinen Willen setzt sich unser Wille durch, gegen ihn, um ihm etwas anzutun. Es schließt Raub ein, klar. Es schließt Betrug ein. Es schließt auch Überreden ein. Überreden im Gegensatz zu überzeugen. Und es schließt emotionale Erpressung ein. Also einfach, wenn wir irgendjemandem etwas antun, was er nicht will. Also gegen seinen Willen. Und von Gewalt abzustehen, ist in gewissem Maße ein Appell an unsere Solidarität, unsere Mitmenschlichkeit, das heißt unser Mitgefühl. Drittens, Gewalt, insbesondere Töten, ist die absolute Verneinung der natürlichen Solidarität eines Menschen als Lebewesen mit einem anderen Lebewesen. Das klingt vielleicht schön verschwommen oder mystisch, es ist toll, man braucht nicht darüber nachzudenken, es hat ein gutes Gefühl. Aber im Buddhismus, sowohl in einer frühen Form als in einer späteren Form, gibt es dieses Bild von dem Kosmos oder mindestens von den Lebewesen im Kosmos. Es ist keine philosophische Erklärung, sondern ein Bild. Es ist das Bild von Indras Netz, von dem juwelenbesetzten Netz des Götterkönigs Indra. Und es sagt, er besitzt ein wunderbares Netz aus funkelnden Juwelen. Und jedes Juwel ist mit jedem anderen Juwel im ganzen Netz verbunden. Und zwar mit Lichtstrahlen. Es ist ein Prachtnetz. Und anscheinend sehen die Erleuchteten
so alle Lebewesen im Universum, dass jedes Lebewesen mit jedem anderen verbunden ist, wie von Licht, und dass jede Lebewesen wie ein Juwel ist. Es wird vom buddhistischen Standpunkt selbstverständlich behauptet, dass wie die Buddhas die Dinge sehen, ist, wie sie wirklich sind. Wenn man sie nicht so sieht, ist man verblendet. Also anscheinend sehen die Buddhas die Verbundenheit aller Lebewesen. Und um ein anderes Lebewesen zu töten, bedeutet es effektiv, ich sehe es nicht, ich will es nicht sehen und ich mache es mir immer schwieriger, das zu sehen. Im 8. Jahrhundert hat der buddhistische Gelehrte Shantideva es beschrieben, teils eher als eine nüchterne Übung. Zuerst betrachte man sorgfältig in folgender Weise die Gleichheit des Anderen und des Selbst. Alle haben das gleiche Leid und das gleiche Glück. Ich muss sie beschützen wie mich selbst. Wie der durch verschiedene Körperteile, Hand und so weiter, vielfache Körper als Einheit beschützt werden muss, so auch diese ganze, ebenso verschiedene Welt der Wesen, die in gleichem Glück und in gleichem Leid besteht. Wenn auch mein Leid in den anderen Körpern nicht peinigt, so ist es doch dies Leid für mich durch die Liebe zum Selbst schwer zu ertragen. Und wenn auch des anderen Leid von mir selbst nicht gespürt werden kann, so ist doch dies Leid für ihn durch die Liebe zum Selbst schwer zu ertragen. Des anderen Leid muss ich beseitigen, weil es Leid ist, wie mein eigenes Leid. Und ich muss den anderen helfen, weil sie Wesen sind, wie ich selbst ein Wesen bin. Also in gewissem Maße letztendlich appelliert der Buddhismus an die Intuition. In gewissem Maße, was der Buddhismus sagt, ist, der gesunde Mensch will keinen anderen Menschen, kein anderes Lebewesen töten. Weil er wirklich spürt, wenn er sich dafür öffnet, wie wir so sehr einer Sache sind. Bis jetzt habe ich nur über den ersten ethischen Vorsatz gesprochen. Und wenn man darüber nachdenkt, kann man sehen, wie die anderen daraus folgen. Zum Beispiel der zweite Vorsatz, das Nicht-Gegebene nicht nehmen, also nicht nur abzustehen von Stehlen, sondern auch in einem breiteren Kontext. Man kann nur gegen den Willen anderer stehlen. Das ist eine abgeleitet vom ersten Vorsatz. Also, vermutlich scheint es klar zu sein, dass weil der Buddhismus Gewalt verneint, Gewalt vernichten kritisiert, muss auch eine gewaltsame Reaktion gegen Gewalt verleugnet werden. Oder? Also nimmt der Buddhismus dann wirklich die erste sogenannte pazifistische Antwort, die ich zitiert habe, an? Frage: Was ist, wenn eine sehr positive buddhistische Kultur angegriffen wird, wie zum Beispiel Tibet? Da besteht und bestand eine Gefahr, dass etwas sehr Wertvolles für die Menschheit verloren gehen kann. Vielleicht die hauptsächliche traditionelle Antwort ist Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Die eigene Ethik bleibt rein und man weiß einfach nicht langfristig, wie die Sachen sich entwickeln werden. Eine lange Perspektive ist nötig. Und zweitens, Metta, Maitri, also liebevolle Güte, emotionale Positivität, das Wohlwollen und das Glauben, dass dies eine Kraft ausüben wird. Auch auf die Peiniger. Zwei Beispiele. Aus der buddhistischen Tradition wird behauptet, dass gedungene Mörder einen wilden Elefanten gegen den Buddha losgelassen haben. Und der Elefant rast auf den Buddha zu und in gewissem Maße durch die Kraft der Liebe des Buddha einfach zum Stillstand gebracht wird, sein Wut und so weiter gezähmt wird. Fein. Legende. Vor ungefähr 20 Jahren hat ein Berliner Pfarrer eine Zeit in Ceylon als buddhistischen Mönch verbracht. In einem
ich weiß nicht genau wo auf der Insel, aber offensichtlich wirklich Dschungel, Dschungeltiere, viele giftige Schlangen, und die Mönche mussten nachts von einem Teil des Klosters zum anderen Teil des Klosters auf einen Dschungelpfad gehen. Und die wussten, es geben giftige Schlangen dort. Und anscheinend hatten sie den Glauben, es hat sich mindestens bewahrt, insoweit, dass sie keine Gegenbeweise erlebt haben, wenn sie einfach voll liebevoller Güte und achtsam über den Pfad schreiten würden, würden sie nie angegriffen. Und anscheinend, die Dorfbewohner in der Gegend wollten immer Mönche rumhaben, weil es auch gefährliche Bären gab. Und wenn Mönche da waren, anscheinend wurde niemand von den Bären angegriffen. Und diese Mönche haben die Metta-Meditation geübt, anscheinend. Das war mindestens die Erklärung, auch die diese etwas skeptische Berliner Pfarrer zurückgebracht hat. Man kann sich aber fragen, ob diese positive Haltung bei Mao Zedong funktioniert hat, ihm gegenüber. Aber trotzdem, diese Haltung bedeutet, wenn die Wahl darin besteht, andere tödlich anzugreifen oder sich mit Gewalt zu verteidigen, sodass andere möglicherweise durch deine Gewalt sterben, oder sich töten zu lassen, weil man gewaltlos bleiben will, wenn du imstande bist, keinen Widerstand zu leisten, dann besser mit einem reinen Gewissen zu sterben. Es ist kein Gebot, es ist eher etwas, was man anstreben kann, wenn man will. Und so haben die Shakya, das Volk des historischen Buddha, gehandelt, als sie spät im Leben des Buddha von dem benachbarten König von Kosala angegriffen wurden, haben sie sich geweigert, Widerstand zu leisten und sind gestorben. Von dem, was ich gehört habe, viele der tibetischen Lamas, die in chinesischen KZs gewesen sind, haben einfach geübt, so viel Mitgefühl wie möglich für ihre Folterer aufzubringen. Und sie haben es wirklich als großes Versäumnis ihrer Seite gesehen, wenn überhaupt Hass aufgekommen ist. Aber es gibt einen interessanten Fall im Pali-Kanon, also in der einen Sammlung buddhistischer Schriften, die sehr, sehr früh ist. Einer der zwei engsten Schüler des Buddha, Mahamudgalyayana, ist weit über 80 und nähert sich dem Tod, sowieso. Er ist dafür berühmt, nicht nur, dass er ein großer Meditierender ist, sondern auch durch seine Meditation, dass er übernatürliche Kräfte entwickelt hat. Und es ist wieder ein Fall von gedungenen Mördern, die kommen, um ihn umzubringen. Und durch seine übernatürliche Kräfte kann er schon im Dschungel sehen, ja, die kommen zu seiner Hütte hin. Und aus Sorge um sie, aus Mitgefühl für sie, macht er sich unsichtbar. Und sie können ihn nicht finden. Die gehen weg, die kommen ein zweites Mal. Methode der Unsichtbarkeit klappt ein zweites Mal. Und das dritte Mal klappt es aber nicht, aus komplizierten, scheinbar karmischen Gründen von einem früheren Leben. Und er ist umgebracht worden. Warum gab er sich Mühe, nicht ermordet zu werden? Er war erleuchtet. Es war ganz klar, von anderen Äußerungen war es ihm nicht besonders wichtig, weiterzuleben. Es war um Sorge für die Attentäter, weil ihm ganz klar war, was für furchtbare Dinge sie sich selber antun würden, indem sie irgendjemand umbringen würden, der die letzten 40 Jahre nur für Liebe gelebt hat. Er kümmert sich um ihren Karma, um ihr Wohl. Das heißt, wenn du dich töten lässt, erlaubst du es dem Mörder, sich selbst zu schaden. Das ist ein Prinzip, was im Buddhismus auftaucht. Das passiert auch mehr und mehr in den Schriften, wird erwähnt. Also wenn du dich töten lässt, erlaubst du es einem anderen, eine schreckliche Tat zu tun, was ihn schadet dann. Wenn es möglich ist, ihn zu verhindern, dich umzubringen, hilfst du ihm. In gewissem Maße ist der gleiche Grund, warum man Geistesgestörte möglicherweise bändigt, um zu verhindern, dass sie sich selber schädigen. Oder Kinder körperlich gegen ihren Willen zurückhalten. Das ist Gewalt. Das ist gegen ihren Willen. Auch wenn du gute Gründe hast, ist es Gewalt, um den Kindern zu helfen. Vielleicht wollen sie auf die Straße laufen oder die Hand auf die Herdplatte legen. Du musst Gewalt benutzen, um sie zurückzuhalten. Zurück zu den Shakyern.
dem Volk des Buddha. Was war ihr Geisteszustand, als sie sich abschlachten ließen von dem König von Kosala? Was war der Geisteszustand der Schlechter? Was haben sie erlaubt, indem sie sich abschlachten ließen? Waren die Shakya selber spirituell so fortgeschritten, dass sie keine Angst gespürt haben? Negativer Geisteszustand. Kein Hass gegen ihre Mörder gespürt haben? Negativer Geisteszustand. Was ist der Geisteszustand von einem Terroristen, wenn er mich umbringt oder irgendjemand anders? Was ist mein Geisteszustand, wenn ich mich selber umbringen lasse? Sanghirakshita spricht von dem Machtmodus und dem Liebemodus. Und dass manchmal man den Machtmodus benutzen muss, wegen Liebe, aus Liebe. Also Gewalt, aber ethische Gewalt. Das heißt, um Liebe in die Tat umzusetzen, nicht bloß sozusagen auf dem Kissen zu pflegen, sondern um Liebe in die Tat umzusetzen, muss man unter gewissen Umständen bereit sein, die Macht auszuüben, welche jedes Lebewesen hat. Kinderbeispiel, was ich erwähnt habe. Das erste buddhistische Zentrum, was ich kennengelernt habe, war Pundarika in London. Das war eine ehemalige Klavierfabrik in einem besonders schlechten Stadtteil und musste so ein bisschen wie eine Festung ausgebaut worden, damit es nicht regelmäßig, nur unregelmäßig so ausgeraubt wurde. Und es ist trotzdem dann unregelmäßig da eingebrochen worden und die Polizei sind angerufen worden, wenn nötig. Sprich, wir haben Gewalt angewendet, was nötig war, um überhaupt buddhistische Aktivitäten durchzuführen dort. Ich erwähne solche Fälle, weil sie zeigen, dass im Alltag es nicht so einfach ist, nicht immer so einfach ist, das Prinzip von Ahimsa und Maitri, von Gewaltlosigkeit und Liebe umzusetzen. Sehr häufig stehen wir zwischen Alternativen, Handlungsalternativen, und beide sind gemischt, nicht ethisch rein. Vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt, der möglicherweise durch diese Beispiele von Mahamalkalyayana klarer geworden sind, ist, dass wir können die Konsequenzen unserer Handlungen für die anderen, die Konsequenzen für die anderen Menschen, nicht vom ethischen Wert trennen. So normalerweise sagen wir im Buddhismus, es ist eine Ethik der Absichten. Also alles dreht sich um meinen Geisteszustand. Aber wenn die positive Seite von dem ersten, wichtigsten Vorsatz tatkräftige Metta ist, also das, und Metta bedeutet, aus meinem Herzen wünsche ich das Beste für alle, das bedeutet, ich muss mich sehr darum kümmern, was den anderen passiert. Sprich, die Konsequenzen für anderen sind ein Maßstab für buddhistische Ethik. Gewissermaßen ist es ein Spiegel für meine positive Intention. Zweites Beispiel. In meinem letzten Jahr, bevor ich nach Deutschland umgezogen bin, wohnte ich in einem anderen schlechten Stadtteil Londons, eher im Nordwesten statt im Norden, Harlesden. Und in den letzten Monaten hatte ich besonders wenig Geld und wartete auf einen Scheck. In England wird man normalerweise nicht durch Überweisung, sondern durch einen Scheck bezahlt. Ich warte auf so einen Scheck. Kam nicht. Warum? Geklaut. Bin zur Polizeiwache gegangen, die Kripo konnte ziemlich schnell die arme Kriminelle ermitteln und erfassen und sie ist angeklagt worden. Also, ich habe die Gewalt, Staatsmacht in Gang gebracht. War ich gewaltfrei? Auf der Oberfläche. Die Polizei hat die, in Anführungszeichen, schmutzige Arbeit für mich geleistet. Ich bin sehr dankbar dafür. Wir sind vernetzt, ob wir wollen oder nicht. Hätte ich das Geld sausen lassen, damit dieser arme Frau nichts passiert ist, die Frau, die es geklaut hat. Man kann nicht sicher sein. Aber soweit wir wussten, ich war als Zeuge bei der Verhandlung, war das erste Mal, dass sie was geklaut hatte. Hätte sie vielleicht die falsche Lektion davon gezogen,
wenn sie nicht angeklagt worden wäre. Ich wäre damals auf Sozialhilfe dann angewiesen worden. Wäre das nicht unehrlich meine Seite gewesen, das zu beantragen, wenn sozusagen ich dieses Geld hätte? Warum brauchte ich dieses Geld? Um nach Deutschland zu kommen, um Dharma zu unterrichten, um Buddhismus weiterzugeben. Also in gewissem Maße zusammenfassend einige Punkte, die, glaube ich, sehr wichtig sind für die Diskussion um Gewalt und Antworten auf Terror. Erstens, egal was ich tue, handle ich. Normalerweise willentlich. Wieder um den beliebten Krishna zu zitieren, wahrlich, keiner kann nur einen Augenblick untätig sein. Alle werden wohl oder übel gezwungen zu handeln. Zweitens, in praktischen Fällen, häufig müssen wir zwei oder mehr Alternativen abwägen und keine davon ist hundertprozentig ethisch. Ich habe Ideen, warum das der Fall ist, aber das ist eine andere Sache. Drittens, um die Qualität, die ethische Qualität unserer Handlungen zu betrachten, lohnt es sich nicht nur, die unmittelbare Absicht, das unmittelbare Gefühl unseres Geistes wahrzunehmen, sondern auch die Folgen für andere. Weil das ist in gewissem Maße ein Maßstab für unser Metta. Und das ist sehr wichtig, weil Metta sehr eng mit Großzügigkeit verbunden ist. Wenn man irgendjemandem helfen will, sehr häufig besteht das aus Geben. Und das Höchste, was man geben kann, ist der Dharma, die Lehre des Buddha. Der Weg zur Leidfreiheit, der Weg zur Vollkommenheit. Also es ist ethisch, das zu tun, was Dharma üben fördert, was es erleichtert, den Dharma zu verbreiten. Konsequenz, es ist eigentlich unethisch, das zu unterlassen, was Dharma fördern würde. Wenn ich die Gelegenheit habe, irgendjemandem das Geschenk von der Buddha-Lehre zu geben und ich das nicht tue, das ist ein unethischer Tat meiner Seite. Also, wenn es so wichtig ist, ethisch gesehen, Dharma zu verbreiten, bedeutet es auch, dass man die Grundlage für Dharma üben betrachten muss. Und da kommen wir auf die gesellschaftliche Ebene. Es gibt eine gesellschaftliche Grundlage für Dharma üben. Es gibt verschiedene Listen in der buddhistischen Tradition, was für Umstände förderlich sind. Und für die meisten Menschen ist es wichtig, um Dharma zu üben, Dharma anzunehmen, dass sie genug zu essen haben, vielleicht offensichtlich, und dass sie Sicherheit erleben. In diesen breiten Graden würden wir vermutlich auch sagen, Dach über den Kopf, im Gegensatz zu Indien außerhalb der Regenzeit, und auch Kleidung. Und dass es Frieden gibt und dass es Ordnung gibt. Wenn man will, das klassische Programm einer Regierung, die klassischen Aufgaben der Staatsgewalt, das heißt Verteidigung und innere Ordnung, dies ist keine politische Rede, sozusagen widerwillig über die Jahre als eher so emotionaler Anarchist, musste ich diese Sachen anerkennen. Das heißt, damit es eine Plattform für den Dharma gibt, für tatsächlich Dharma üben, braucht man eine Verteidigung gegen innere und äußere Kräfte, die sowas wie Raub, Überfall, Krieg oder Verfolgung in Gang bringen würden. Vielleicht ist es für Fortgeschrittene, sehr fortgeschrittene Übende, völlig egal, ob sie ausgeplündert werden, ob sie überfallen werden, geschlagen, gefoltert oder vergewaltigt. Und es gibt genügend Lebensgeschichten von buddhistischen Yogis und Heiligen, die das sozusagen mit Achselzucken in Kauf genommen haben. Aber ich zweifle, ob die meisten von uns imstande sind, viel Dharma zu üben, wenn sowas uns passiert. Ich habe dreimal in Mexiko unterrichtet und das zweite Mal waren wir eine Gruppe von uns in einem wunderschönen Landstrich, unweit von der Hauptstadt, vielleicht mal eine Tagesfahrt. Und ich sagte, das wäre eine tolle Gegend, um eine Einzelklausur zu machen. Die Mexikaner schauten mich an, haben den Kopf einfach geschüttelt und gesagt, zu gefährlich, viel zu gefährlich, wahrscheinlich wirst du erschossen, wenn du hier bist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber deshalb machen sie keine Einzelklausuren. Na, vielleicht findet man sie wirklich als Dharma-Feiglinge, aber ich finde, dass sie einfach realistisch sind.
Aber es ist auch eine Auswirkung von der Tatsache, dass in Mexiko es keine innere Ordnung im Lande gibt. Die Auswahl von dem Zentrum, dem buddhistischen Zentrum Mexiko, sehr wichtig, wie weit ist es von einer sicheren Bushaltestelle? Sonst können Leute abends und nachts nicht dahin. Das ist einfach unmöglich. Auch wenn es für deine individuelle Praxis, auch wenn es für die individuelle Praxis von Fortgeschrittenen völlig irrelevant ist, auch wenn Fortgeschrittene mitten in einer Kriegszone gut vorankommen, können sie keine Dharma geben. Sie können nicht Großzügigkeit von dem Buddha geschenkt ausüben. Dann stellt sich die Frage, kann man diese friedliche, sichere Ordnung ohne Gewalt aufrechthalten? Sprich, ohne Gewalt gegen die Gewaltsamen aufrechthalten. Ich meine nicht notwendigerweise umzubringen, zu töten, aber trotzdem Gewalt zu bändigen. Dies widerspiegelt sich in dem Königsfluch. Unglücklicherweise kann ich mich nicht genau erinnern, in welchem Mahayana Sutra dies auftaucht. Ich glaube in dem Gautama Sutra, aber sicher bin ich nicht. Es gibt einen langen Exkurs über die Herkunft von Königen, also was sie in vorherigen Leben waren, dass sie in diesem Leben Könige werden. Fein. Aber dann wird behauptet, es ist ein schreckliches Schicksal für einen Buddhist, als König geboren zu werden oder als Erbprinz geboren zu werden. Warum? Warum ist es so schrecklich, König zu werden in einem traditionellen Königreich? Und der Grund ist, wenn du deine Pflichten als König ausübst, musst du die innere Ordnung aufrechthalten. Wenn du das nicht tust, ist es unmöglich, ein menschliches Leben, geschweige denn ein dharmisches Leben, in deinem Reich zu führen. Es ist deine Pflicht, als Mensch, als Dharma-Schützer, Dharma-Übende, diese Bedingungen aufrechtzuerhalten. Aber du musst strafen. Du musst strafen. Und es wird behauptet, indem du diese Strafen durchsetzt, wirst du immer wieder, auch wenn nur punktuell, von Hass geführt werden. Also du bürdest dich selbst mit einem schrecklichen, negativen Karma. Die Alternative, dich zu weigern, überhaupt zu strafen. Und was passiert? Du hast ein absolut reines Gewissen. Du bist friedfertig und das Land zerfällt. Es ist unmöglich, dann Dharma zu üben. Also du steckst wirklich in die Zwickmühle. Keine ethische Antwort ist möglich in dieser Situation, wird behauptet. Man könnte auch die Frage umdrehen und sagen, wie soll der Untertan in Anführungszeichen reagieren? Besonders wenn der Herrscher ungerecht ist. Na, in der tibetischen Geschichte hat es einmal einen Tyrannenmord gegeben. Und zwar von einem Mönch. Wie es traditionell beschrieben wird, im 9. Jahrhundert der berüchtigte König Lang Dharma, es wird beschrieben, er begann sogleich die Buddhisten zu verfolgen, ihre Tempel und Bücher zu zerstören, ihre Mönche zu töten oder zur Flucht zu zwingen, und alle einflussreichen Anhänger des Buddhismus zu vernichten. Das Ende des Buddhismus in Tibet schien gekommen zu sein. Jedoch, ein Einsiedler machte dieser grausamen Verfolge ein Ende. Und dieser Mönch, der in der tibetischen Geschichte als Bodhisattva gilt, hat den König erschossen mit einem Pfeil. Vielleicht nur kurz zum Bodhisattva. Das Ideal des Bodhisattvas, das Ideal des Menschen, das Erleuchtung anstrebt zum Wohle aller. Also er strebt ganz ausdrücklich Erleuchtung zum Wohle aller an. Also er handelt immer zum größten Wohle aller. Das heißt, ethisch achtet er nicht nur auf seinen Geisteszustand, auf seine Absichten, sondern auch auf die positiven Konsequenzen für andere. In der tibetischen Tradition wird behauptet, dass dieser, Anführungszeichen, Bodhisattva-Mörder sich große Sorgen um den Geisteszustand von dem Tyrannen Lang Dharma macht und sagte, wenn er weiter handelt, wird er eine schreckliche Zukunft haben. Und zu seinem Wohle bringe ich ihn um.
und zum Wohle des Landes. Er war, galt als Bodhisattva nach der eine Tradition, weil er bereit war, die schrecklichen, negativen Konsequenzen auf sich selber anzunehmen, für sich selbst. Weil Hass auch für sein Töten nötig war. Auch wenn er hauptsächlich aus positiven Sorgen getrieben wurde, wird behauptet, psychologisch wäre es unmöglich gewesen, den König umzubringen, ohne mindestens im letzten Augenblick einen starken Hass zu fühlen. Nach dem buddhistischen Betrieb, es ist einfach unmöglich, das gezielt zu machen. Aber es gibt interessanterweise eine zweite Tradition, die behauptet, dass weil seine Selbsthingabe so groß war, weil er bereit war, solch schreckliche Konsequenzen auf sich zu nehmen, dass das extrem positive Konsequenzen für ihn hatte. Weil in gewissem Maße es ihm egal war, was ihm passierte, weil er sich so sehr um die anderen kümmerte. Ich möchte nicht behaupten, dass ich oder George Bush ein Bodhisattva-Mörder ist, bin, sein soll. Ich will das nur als Beispiel geben, dass wenn man mehr darüber nachdenkt, die Antwort nicht immer so einfach ist. Der Bodhisattva in dieser Tradition will positive Bedingungen für alle schaffen, damit sie Buddhismus, Dharma, den Weg zum Frieden üben kann. Positive Bedingungen sind ein wichtiges Thema im Buddhismus. In dem Ordinationsprozess, den Vorgängen, mindestens für Männer, ich bin ziemlich sicher, dass für Frauen es sehr ähnlich ist, wird sehr, sehr stark betont, also was die Ordinationsteams schauen, ist, dass wenn Leute in den Orden eintreten wollen, dass sie positive Bedingungen haben. Positive Bedingungen, unterstützende Umstände, um zu praktizieren. Dass sie erkennen, dass sie diese Umstände haben, wenn sie sie haben, und dass sie die schätzen. Aber wenn du sie nicht schätzt, wirst du irgendwann sie loslassen. Wenn du keine positiven Bedingungen hast, wirst du nicht so gut üben können oder einfach aufhören zu üben. Also positive Bedingungen, um Dharma zu üben, sind sehr wichtig. Und die sind auch positive Bedingungen, um einfach menschlich zu sein. Ich habe mehrmals Berichte gelesen über die Situation in Nordirland nach 40, 50 Jahren Bürgerkrieg und Unruhen dort. Und dass eine ganze Generation von Jugendlichen, jetzt jungen Menschen, groß geworden sind unter solch rauen Bedingungen, dass sie eigentlich verroht sind. Äußerliche Beobachter, sogar Journalisten, sind wirklich erschrocken von der Mentalität und der Grobheit der Jugend in dieser Gegend. Ergebnis von Krieg auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Also unter solchen Umständen ist es nicht möglich, menschlich zu sein im besten Sinne, geschweige denn dharmisch zu sein. Wenn ich an den Mönch Bodhisattva-Mörder von Langdharma denke, denke ich auch an die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten wurden auch von Hass getrieben. Ich behaupte nicht, dass sie hasserfüllte Menschen waren, aber insoweit sie Bomben fallen ließen oder sonst getötet haben. Aber was wären die Konsequenzen gewesen, wenn die Alliierten den NS-Staat nicht bekämpft und besiegt hätten? Wir wären nicht hier. Es gab eine Reihe von buddhistischen Gruppierungen in Deutschland vor 1933. Bis 1945 existierte nur eine buddhistische Gruppierung in Deutschland, in Oberbayern, versteckt. Und wir brauchen auch nicht über die Bedingungen zu sprechen, Buddhismus zu üben, einfach über die Verrohung. Vor ein paar Wochen habe ich in Bodhi Mitras Zimmer, dem Zimmer vom Vorsitzenden dieses Zentrums, übernachtet. Und er hatte ein neues Buch von einem englischen Historiker über das Dritte Reich. Und in diesem neuen Werk versucht der Historiker das Dritte Reich eher von einem philosophisch-ethischen Standpunkt zu betrachten. Nicht simpel im Sinne von, es war böse, das stimmt und so weiter, aber das ist nicht sehr interessant, du kannst kein ganzes Buch damit beschreiben. Aber er hat sich sehr weit darüber ausgelassen und belegt, wie verroht die Jugend wurde durch die Erziehung im Dritten Reich. Was bedeutet das für die nächste Generation? Die Ironie ist, könnte man sagen, die Ideologen, vom Untermenschen gesprochen haben dann Untermenschen erzogen.
Bedeutet all dies dann, dass ich mich dem dritten Wege, dem mittleren Weg von Lokabandhu, anschließe? Ich zitiere wieder. Man muss bereit sein, mit Gewalt zu antworten, wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die ihrerseits extreme Gewalt einsetzen. Aber dabei darf man nie von Hass getrieben sein, sondern ausschließlich von dem Wunsch nach Frieden. Wieder stelle ich die Frage, ist das möglich? So eine Gewalt auszuüben, so eine Gewalt wie gegen Terroristen nötig wäre, um überhaupt etwas zu erlangen, ohne Hass? Ich zitiere den Dalai Lama. Theoretisch ist Gewalt erlaubt, abhängig von dem Motiv und ob dadurch ein größeres Ziel erreicht werden soll. In der praktischen Anwendung ist dies sehr schwierig. Die Natur von Gewalt ist sehr unvorhersehbar. Ich wiederhole, die Natur von Gewalt ist sehr unvorhersehbar. In der heutigen Welt ist die Zerstörung unseres Nachbarn auch die Zerstörung von uns selbst. Ich glaube, teilweise mindestens, an das, was im fünften Vers des Dhammapada steht. Noch nie in dieser Welt hat Hass gestillt den Hass. Nur Liebe stillt den Hass. Dies ist ein ewiges Gesetz. Also was sind die Langzeitfolgen eines Antiterrorkrieges? Eines Krieges, den man mindestens in gewissem Maße ethisch rechtfertigen kann. Schlussbemerkungen. Wo sind wir gelandet? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass man sagen kann und muss, vom Standpunkt des Dharma aus gesehen, gibt es keine einfache Lösung. Ich sehe zwei Möglichkeiten und beide sind teils sauber, teils unsauber. Erstens Ahimsa und Maitri pur. Gewaltlosigkeit streng, Liebe streng. Im persönlichen Sinne sehr stark auf die eigenen Geisteszustände orientiert. Keine Gewalt, kein Töten. Die eigenen Geisteszustände bleiben gut? Fragezeichen. Die Umstände für den Dharma in der heutigen Welt, wenn man diese Situation konsequent weiterführt, diese Linie konsequent weiterführt, glaube ich, werden wahrscheinlich schlechter. Die Umstände, um menschlich zu sein, wahrscheinlich schlechter. Es wird Hass und Angst geben, seitens der Mörder und seitens ihrer Opfer. Zweite Möglichkeit, die ich sehe, Machtmodus im Dienste des Liebesmodus, sprich Krieg widerwillig, ohne Hass. Die Umstände für den Dharma, für Ausüben des Buddhismus, die Umstände, um Mensch zu sein, vermutlich mittelfristig besser. Fragezeichen. Wie steht es mit Hass? Ich glaube nicht, dass man den Hass so leicht eindämmen kann. Ich glaube, dass man den Hass fördert. Und die langfristigen Auswirkungen? 3 Fragezeichen. Die ethische Antwort wird im Buddhismus nie vorgegeben. Wir haben glücklicherweise keinen buddhistischen Papst. Es ist eins der wunderbaren Dinge am Dharma. Das Prinzip von Selbstverantwortung gilt. Es bleibt uns, jedem Einzelnen, überlassen. Und man kann falsch entscheiden. Vielleicht auch nach Jahren Dharma-Übung, häufig unbewusst, nimmt man an, man muss immer die richtige Entscheidung fällen. Man kann falsch entscheiden. Bis man erleuchtet ist, wird man höchstwahrscheinlich manchmal oder häufig die falsche Entscheidung treffen. Das ist nur ein Beweis, dass man nicht erleuchtet ist. Aber wie kann man die bestmögliche Entscheidung fällen? Wie kann man entscheiden? In sich selbst schauen, würde ich vorschlagen. Die eigenen Motive anschauen. Inwieweit handelt man aus Angst? Je nach Person wird Angst mich oder dich mehr zu Pazifismus oder zu kriegerischen Gelüsten führen.
inwieweit handle ich aus Hass gegen den Taliban? Oder, muss ich sagen, in Deutschland insbesondere einfach aus einem latenten Anti-Amerikanismus. Oder wegen unüberwundenen Resten meiner Vergangenheit in linken Gruppen. Das sind Möglichkeiten. Also schau die eigenen Motive an. Die eigene Vergangenheit spielt vielleicht eine Rolle dabei. Eng damit verbunden, nachdenken. Selber darüber nachdenken. Das, was ich gesagt habe, möglicherweise als Anstoß benutzen, es ist hoffentlich auf keinen Fall das letzte Wort. Und meditieren, besonders die Metta-Bhavana, die Meditation der liebevollen Güte. Sehe auch die Gefahr der Rationalisierung. Zum Beispiel bei mir bin ich so erzogen worden im Schatten vom Zweiten Weltkrieg, dass es so fast eine selbstverständliche Antwort meiner Seite, das Böse muss bekämpft sein. Und ich glaube, dass ich intelligent genug bin, um alles zu rationalisieren, was ich möchte. Also merke einfach deine Neigungen, deine Muster zu rationalisieren. Was dabei helfen kann, ist selbstverständlich Kommunikation. Nicht mit deinen alten politischen Weggefährten. Nicht mit denjenigen, die deine Vorurteile teilen, sondern mit Dharma-Übenden. Kommuniziere innerhalb der Sangha. Kommuniziere mit Leuten, die es möglicherweise dir nicht bequem machen. Und versuche es ohne eine politische Sprache zu machen. Nicht so sehr über begrenzten Schaden und Freiheit und bla bla bla, sondern in Begriffen von Ethik. Und hoffentlich wird es eine tiefe Kommunikation sein. Und dann wahrscheinlicher ist es, dass deine Entscheidung eine gute Entscheidung ist oder mindestens eine, mit der du leben kannst.